Jürgen Baumgarten ist Motorsportstar, erfolgreicher Geschäftsmann und ein bekennender Russlandfreund. Sein Unternehmen JB German Oil mit Sitz in Württemberg produziert hochwertige Schmiermittel für rund 40 Länder auf der ganzen Welt. 25% davon gehen nach Russland, 15% in die Ukraine. Noch rüttelt das aktuelle politische Geschehen nicht an den Geschäften. Vielen Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern geht es anders. Es drohen rund 90 Millionen Euro an Umsätzen wegzufallen. Für Mecklenburg und für den kleinen Mittelstand ist das eine mittelkräftige Katastrophe. Weil die leben davon und das sind eigentlich die Leidtragenden. Da machen die Politiker sich gar keine Gedanken drüber. Und wenn ich dann heute höre, ja, die können dann Ausgleichssummen bekommen oder irgendwas. Wir schmeißen nur mit dem Geld um sich, ohne sich vorher Gedanken darüber zu machen, dass wir mit wirtschaftlichen Sanktionen im Grunde genommen nichts in den Griff bekommen, weil die Gegenseite sofort wieder Reaktion macht. Die Landesregierung ist aufgefordert, Flagge zu zeigen. Das tut sie auch. Das Kabinett bejaht die von vielen umstrittene Durchführung des Russlandtages. Anfang Oktober sollen Vertreter der russischen Wirtschaft gemeinsam mit ihren deutschen Partnern in Rostock tagen. Die Vorwürfe, ein falsches Signal zu senden, weist die Landesregierung zurück. Die Sanktionen, die beschlossen worden sind und denen sich Deutschland angeschlossen haben, stehen einer solchen Veranstaltung nicht im Wege. Und wir sind auch sonst nicht im Gegensatz zur Bundesregierung. Der Ministerpräsident hat heute in der Kabinettssitzung die Bundesregierung ausdrücklich gelobt für ihr besonnenes Vorgehen. Sie setzt zwar auf die Sanktionen, aber auch auf Gespräche. Und deswegen gibt es keinen Widerspruch zwischen unserer Veranstaltung und der Bundesregierung. Der Landwirtschaftsminister Dr. Till Backhaus berechnet derzeit den durch das russische Embargo auf Lebensmittelexporte entstehenden Schaden. Großbetriebe wie die Mecklenburger Kartoffelveredelung in Hagenow seien sehr stark betroffen. Umso mehr leiden die Milchproduzenten. Ein Beispiel. Käse im Wert von rund 34 Millionen Euro muss auf Lager bleiben. Neue Absatzmärkte dafür sind momentan nicht da. Wir werden jetzt erleben, dass auch erhebliche Mengen an Lebensmitteln in Europa produziert werden, in den Niederlanden, in Dänemark, aber auch in Frankreich, die jetzt nicht mehr abgenommen werden. Und dieses wird auf unsere Märkte drücken. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass wir auch Preisdruck für Lebensmittel bekommen. Die Grünen gehören zu den härtesten Kritikern des pro-russischen Kurses Schwerins. Die Landesvorsitzende Claudia Müller lauscht mit großer Skepsis den anscheinend friedfertigen Statements von Wladimir Putin. Ihr und ihrer Partei geht es vor allem um die völkerrechtswidrige Vorgehensweise Russlands im Ukraine-Konflikt. Wir bedauern grundsätzlich die Eskalation des Konfliktes und dass es so weit kommen musste, dass Sanktionen im Spiel sind. Wir halten es trotzdem für das falsche Signal, jetzt als Mecklenburg-Vorpommern zu sagen, wir scheren aus dieser gemeinsamen Linie der EU aus. Und das ist ein Zeichen von wenig Solidarität gegenüber den anderen europäischen Partnern, die im Übrigen ebenfalls sehr wichtige Handelspartner für uns sind. Jürgen Baumgarten lieferte Hilfsgüter nach Russland, unterstützte Tschernobyl-Opfer und sponsort bis heute die russische Nationalmannschaft im Ice Speedway. Viele russische Politiker kennt er persönlich, darunter auch Wladimir Putin. Den einstigen stellvertretenden Bürgermeister von St. Petersburg lernte Jürgen Baumgarten noch lange vor seinem steilen Aufstieg kennen und hat sich inzwischen eine klare Meinung über das Land und seinen Präsidenten gebildet. Also ich persönlich halte ihn für einen starken Politiker. Sicherlich regiert er auch ein großes, starkes Land, was wir uns gar nicht vorstellen können, wie unendlich groß Russland ist. Und aus meiner Sicht verfolgt er eine Strategie, die letztendlich auch dazu beitragen wird, dass wir Russland viel mehr anerkennen sollten. Wir sollten Russland viel mehr Glauben schenken und wir sollten nicht polarisieren und wir sollten auch nicht überhaupt nicht beigehen und sollten in irgendeiner Form Verunglimpfung und die ganzen Dinge, die teilweise auch über die Medien rausgetragen werden, halte ich für nicht gut. Über dem JB German Oil Werk in Wittenburg ließ Jürgen Baumgarten demonstrativ neben der deutschen auch die russische Flagge wehen. Eine Geste, die derzeit auch in Schwerin auf Verständnis stößt.